Heute in Gesundheit die Dokumentation. Christina Pfeffer hat sich vor einem halben Jahr mit Corona infiziert. Es war schon mal schockierend, sich angesteckt zu haben. Ich habe die Diagnose dann eigentlich schon verdaut über die nächsten 2 Wochen, weil ich gedacht habe, wenn die Erkrankung um ist, dann habe ich es geschafft. Schlimmer kann es nicht mehr werden, dachte ich. Auch Jason kämpft mit Langzeitfolgen. Kann es losgehen. Schön ruhig ein- und ausatmen. Meistens habe ich da Bauchschmerzen, Kopfschmerzen und mir ist schwindelig. Karl Baumann lag sogar 3 Wochen auf der Intensivstation. Fürst Schick, genesen ist nicht gesund, ne? Das ist das ganze Problem, da dafür kämpft ja unsere Selbsthilfegruppen. Wenzenbach in der Oberpfalz. Hier ist Karl Baumann aufgewachsen. Wenn der 53-Jährige Treppen steigen muss, machen die Beine nicht mehr das, was er will. Vor seiner Erkrankung ist er stark wie ein Bär. Beruflich arbeitet er sich vom Kfz-Mechaniker zum Maschinenbauunternehmer hoch. Auch privat lässt er nichts aus. Canyoning, River Rafting. Er ist für alle Abenteuer zu haben. Auch Schneemobiltouren in Finnland. Über Nacht praktisch was aus. Es ist nichts mehr so, wie es vorher war. Im März 2020 steckt sich Karl Baumann mit Corona an. 1,5 Jahre später ist er immer noch krank. Studien zufolge leiden rund 10% der Infizierten unter Langzeitfolgen. Karl Baumann kann gerade noch mit seinem Hund spazieren gehen, mehr nicht. Unter der Belastung halt einfach die Atemnot, das ist schon schlimm. Atemnot, ja, und dann die Müdigkeit, das Fatigue-Syndrom, das ist einfach, das ist eigentlich die schlimmste Sache jetzt mal so, was ich so hab. Und was vielleicht noch schlimmer ist, die Ungewissheit, woran es liegen könnte. Wie lange dauert es noch? Und was wird aus seinem Unternehmen? Schönau im Berchtesgadener Land. Die Schönklinik hat sich auf die Behandlung von Long-Covid-Patienten spezialisiert. Genau, einmal den Finger hier rein für die Sauerstoffsättigung. Christina Pfeffer ist hier 3 Wochen auf Reha. Bei der 27-jährigen Niederbayerin verlief Corona mild. Doch ein halbes Jahr später fühlt sie sich nur noch schlapp und ist überhaupt nicht mehr belastbar. Ich bin noch lang entfernt von meinem Niveau, das ich vorher geschafft habe. Da bin ich öfter Bergsteigen gegangen, habe auch 8 Stunden Touren durchgehalten. Und dann wieder gleichmäßig in die Sogar einen Halbmarathon ist sie gelaufen. Genau, nochmal darauf achten, die Knie nicht ganz durchschieben am Ende. Ich habe ja immer eine Pulsuhr oben und beobachte das bei einer Pulsfrequenz von maximal 130. Da kann ich nicht drüber hinausgehen und merke tatsächlich dann auch im Nachhinein bei so einer Anstrengung, dann, dass ich nicht zur Ruhe komme und der Kopf sozusagen noch stundenlang weiterarbeitet, auch wenn die körperliche Anstrengung schon vorbei ist. Genesen, aber noch lange nicht gesund. Woran liegt das? In der Reha-Klinik wird Christina Pfeffers Lungenvolumen getestet. Bei der Suche nach den Ursachen gibt es derzeit nur Vermutungen. Eine davon? Das Immunsystem hat Corona nicht ausreichend bekämpft. Deshalb könnte das Virus die Lunge oder andere Organe angreifen. Und ganz normal ein- und ausatmen. Die zweite Möglichkeit? Das Immunsystem hat zu stark reagiert. Und kämpft jetzt gegen den eigenen Körper. Schnell ein und schuss! Der Lungenfacharzt Rembert Kutsula ist dem Rätsel auf der Spur. Es könnten auch Entzündungen der innersten Gefäßschichten eine Rolle spielen. Aber noch ist vieles unklar. Man diskutiert Autoimmunphänomene, eine Hyperinflammation, also das heißt, dass dort vermehrt Entzündung vorhanden ist.
Es gibt möglicherweise auch genetische Ursachen, dass bei einigen Patienten eben einige Dinge ganz besonders stark eben auch verbleiben. Aber ganz ehrlich, zu welchem Anteil das bei dem einzelnen Patienten vorliegt, wissen wir de facto nicht. Daher fordert Rembert Kuzula mehr Forschung über Long-Covid. Für die Behandlung der Patienten hat er an der Leitlinie für Hausärzte mitgearbeitet. Christina Pfeffer sagt, sie sei extrem vorsichtig gewesen. Dennoch habe sie sich angesteckt, vermutlich beim Einkaufen. Wenig später melden sich die ersten Symptome. Zunächst einmal mit Halsschmerzen. Ich war am gleichen Tag beim Wandern, habe mir gedacht, ich habe mich einfach am Berg erkältet. Noch macht sie sich keine großen Sorgen, doch das sollte sich ändern. Dann ging es los mit Herzschmerzen, so Herzrhythmusstörungen. Und die darauffolgenden 5 Tage bin ich dann gelegen, war stark erschöpft. Aber der Gedanke, dass das Corona sein könnte, kam bei mir lange nicht auf, weil ich eigentlich keine haushaltsfremden Kontakte gehabt habe. Nach dem positiven Testergebnis fällt sie in ein tiefes Loch. Es war zwischendurch eine wahnsinnig große psychische Belastung für mich, weil man erstens nicht weiß, was hat man jetzt und wie lange dauert es. Es ist dann auch eine große Belastung, wenn man krankgeschrieben ist und nicht arbeiten gehen kann. Man fühlt sich dann auch ein Stück weit abgeschoben und hat Zukunftsängste. Außerdem hat sie ein schlechtes Gewissen gegenüber ihrem Arbeitgeber. Die Ungewissheit macht ihr schwer zu schaffen. Also ich rechne jetzt mit 1-2 Jahren, kann aber auch sein, dass das Ganze ein Leben lang bleibt. Also das kann einen zu diesem Zeitpunkt noch keiner sagen. Unterdessen steckt sie sich Ziele. Nach 3 Wochen Reha-Klinik will sie langsam wieder zu arbeiten beginnen. Das Universitätsklinikum in Jena, eine der wenigen Long-Covid-Fachambulanzen in Deutschland, speziell für Kinder. Jason und seine Mutter Christine sind aus der Nähe von Görlitz angereist. Jason ist 10 Jahre alt und geht in die 3. Klasse. Die Corona-Infektion übersteht er gut. Aber später melden sich Langzeitfolgen. Die Lunge ist unauffällig. Jetzt wird mit dem Ultraschall das Herz untersucht. Seine Mutter macht sich Sorgen. Jason hat durch die Corona-Erkrankung massive Konzentrationsschwierigkeiten. Also es ist ja hauptsächlich jetzt auch in der Schule, wo er sich da schon eine Weile konzentrieren muss, was im Moment überhaupt nicht funktioniert. Die Lehrer tun das teils wie apathisch schon schildern, also dass er einfach auf einer Stelle im Prinzip starrt und überhaupt nicht ansprechbar ist. Also sie sprechen ihn halt mehrmals an, auch mit Namen, aber er reagiert überhaupt nie. Kinder leiden deutlich weniger als Erwachsene unter Long- oder Post-Covid. Genaue Zahlen gibt es nicht. Viele kommen zu Daniel Filser in die Fachambulanz. Irgendwas gefunden, was dich stört? Mit ganz unterschiedlichen Problemen. Wir haben einige Patienten, die nicht zur Schule gehen können, weil das für sie zu anstrengend ist, weil sie dem Schulstoff nicht mehr folgen können. Wir haben einige Patienten, die verschiedene Schmerzsyndrome haben. Das heißt, sie haben entweder Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen. Gliederschmerzen sind relativ häufig. Und das, was ich finde, das Einzige, was relativ pathognomisch ist, pathognomisch heißt etwas, was relativ typisch für die Erkrankung ist und eben selten bei anderen Dingen auftritt, das sind Riechstörungen. Manchmal kommt es auch zu einer Herzentzündung. Bei Jason ist jedoch alles in Ordnung. Ja, und in dem Fall hier sieht man erstmal, dass das schöne, dichte Klappen sind. Keine Undichtigkeit an der Aortenklappe und keine Undichtigkeit an der Mitralklappe. Alles gut hier in dem Fall. Long-Covid kann auch psychische Ursachen haben. Der Vorteil einer Fachambulanz, alle Fachärzte sind an einem Ort und arbeiten zusammen. Auf jeden Fall ist es wichtig, die Krankheit und die Betroffenen ernst zu nehmen, auch wenn die Ursachen noch unklar sind. Später, wo ich kein Corona mehr hatte, ist das dann gekommen. Was ist denn gekommen? Dass mir schwindelig war, dass ich umgefallen bin oft, dass ich Kopfschmerzen oft hatte und Bauchschmerzen, dass ich dann mehrmals von der Schule abgeholt werden musste. Also das war schon schlimm. Seine Mutter Christine befürchtet, ihr Sohn könnte in der Schule den Anschluss verlieren. Bei der nächsten Untersuchung werden die Gehirnströme gemessen.
Donaustauf in der Oberpfalz. Für erwachsene Long-Covid-Patienten eine Fachambulanz. Noch gibt es zu wenige davon. Für Karl Baumann war es die erste Klinik nach seiner Corona-Infektion. Am 18. März 2020 geht es ihm immer schlechter. Das Fieber geht nicht weg. Er bekommt kaum noch Luft und landet auf der Intensivstation. Man kriegt auch gar nicht so viel mit. Ich hab das auch nicht mitgekriegt, dass ich keine Luft mehr gekriegt habe. Also ich weiß bloß noch, dass ich zu meiner Frau gesagt habe, am 18. jetzt muss ich an die Uni fahren, weil ich glaube, ich da stick. Dann habe ich die Nacht geschlafen gehabt und am nächsten Tag ist eigentlich schon knaller voll gegangen, dass ich mich nachmittags schon ins Koma gelegt habe. Und dann weiß ich noch, dass alles ganz warm geworden ist. Das war ein ganz schönes Gefühl. 3 Wochen liegt er im Koma. Noch ein bisschen. Und einmal ganz tief Luft holen und kräftig pusten. In der Fachambulanz wird regelmäßig das Lungenvolumen untersucht. Dabei wird auch festgestellt, wie viel Sauerstoff er aus der Luft rausholen kann und wie viel Sauerstoff überhaupt ins Blut gelangt und den Körper versorgt. Dann der Ausdauertest. Wir sollen einen 6-Minuten Gehtest machen. Ja. Da dürfen Sie mal dort das Ambulieren anzwicken. Danke. Dann dürfen Sie einmal an die Startlinie hinstellen. So, der Plan ist, dass Sie jetzt 6 Minuten lang immer von diesem Wendepunkt bis kurz vom Fenster zum Wendepunkt auf und ab marschieren. Das Fingerklipserl brauche ich am Anfang und dann wieder am Ende von dem Test. Das zeigt mir die Sauerstoffsättigung in Ihrem Blut. Okay? Und los geht's. Die Sauerstoffsättigung liegt bei gesunden Menschen zwischen 94% und 98%. Alles darunter bedeutet Sauerstoffmangel und geringe Belastbarkeit. Im Extremfall ist das Gehirn unterversorgt. Möglichst zügig soll Karl Baumann gehen, doch er wird schnell müde. Die letzten Sekunden und stopp. Sättigung und Puls, jawohl, vielen Dank. Das Ergebnis? 88% Sauerstoffsättigung. Ein bisschen besser als beim letzten Mal. Der Leiter der Klinik ist Michael Pfeiffer. Er zählt zu den weltweit besten Ärzten für Lungenheilkunde. Ja, geht in Grenzen. Aber ich muss auch sagen, ich war schon beschlechter. Ja. Haben jetzt die Untersuchung gemacht. Es sieht gut aus. Mhm. Ja, also wenn wir das uns jetzt so anschauen, dann können wir sagen, dass die Lungenfunktion doch relativ stabil jetzt ist. Die Sauerstoffwerte sind gut, dennoch fühlt sich Karl Baumann schlapp. Ein Widerspruch, den selbst der Experte nicht aufklären kann. Das große Rätsel ist wirklich, dass die Akuterkrankung überwunden ist, dass wir relativ wenige Organstörungen noch messen und erkennen können, aber dass die Patienten trotzdem extrem wenig belastbar sind, ganz schnell sich erschöpfen, diese Konzentrationsstörungen haben. Das fassen wir auch als Fatigue-Syndrom zusammen. Aber das ist mehr als das, was wir früher als Fatigue-Syndrom gesehen haben, sondern das ist schon auch in den Schattierungen, auch in den Ausprägungen teilweise ganz unterschiedlich. Wegen der chronischen Müdigkeit kann Karl Baumann seit über einem Jahr nicht arbeiten, auch wenn sich seine Lunge langsam erholt. Kannst du mal fahren? Ja, das hört sich sehr gut an. Deggendorf. Christina Pfeffer beginnt wieder zu arbeiten. In der Hochschule ist sie im Personalmanagement angestellt, im öffentlichen Dienst. Nach der Reha-Klinik schafft sie wieder 6 Stunden am Tag. Doch nach wie vor quälen sie Zukunftsängste. Sie überlegt, sich psychologische Unterstützung zu holen. Wenn man professionelle Hilfe braucht, sollte man sich auf keinen Fall schämen und die dann auch in Anspruch nehmen. Also ich selber wäre dazu bereit, aber es ist halt schwierig, da Anlaufstelle zu bekommen vor Corona. Wenn man jemanden fragt, hat es immer 2-3 Monate gedauert, bis man eine Anlaufstelle bekommt. Und jetzt hat sich die Zeit mindestens verdoppelt. Dazu kommt das schlechte Gewissen. Während sie ein halbes Jahr krankgeschrieben war, mussten die anderen im 8-köpfigen Team ihre Arbeit miterledigen. Zum Beispiel Reisekosten abrechnen oder Bewerbungsgespräche vorbereiten. Ihre Chefin Nathalie Steinbeißer unterstützt sie. Super. Ich denke, da haben wir einfach ein super Team. Wir haben alle zusammengearbeitet, dass einfach jeder ein bisschen was übernimmt, dass wir die Arbeitsbelastung aufteilen, weil es ja doch ein längerer Zeitraum ist. Aber natürlich soll Frau Pfeffer da kein schlechtes Gewissen haben, weil sie ist krank und es ist so. Und dann
Dafür haben wir Vertretungsregelungen, dass wir das dann eben anderweitig ausgleichen. Aber wir sind natürlich froh, dass sie jetzt wieder im Hause ist. Nach der Arbeit fährt Christina Pfeffer 30 Kilometer weiter von Deggendorf nach Passau zu ihrer Hausärztin Silvia Hamberger. Allgemeinmediziner waren zu Beginn der Pandemie mit dem Phänomen Long-Covid oft überfordert. Jetzt soll sie die sogenannte Leitlinie bei der Arbeit unterstützen. Christina Pfeffer war früher nie krank. Dieses Jahr ist sie zweimal pro Woche beim Arzt. Sie hat wieder Schmerzen im Herzbereich. Wie geht's Ihnen heute? Ja, kurz nach der Reha habe ich gemerkt, dass die Herzprobleme einfach wieder stärker geworden sind. Der ganze Arm schmerzt und zückt sich bis ins Herz rein. Und meine größte Angst ist halt, dass das Ganze dann chronisch wird und dass das dann bleibt. Es ist auch tatsächlich so, dass sich Schmerzen auf Dauer in Form von einem Schmerzgedächtnis im Körper verfestigen können. Das kann man eigentlich nur verhindern, indem man ausreichend Schmerzmittel nimmt, zu dem Zeitpunkt, wo diese Schmerzen auch akut auftreten. Silvia Hamberger verschreibt entzündungshemmende Medikamente, damit die Schmerzen nicht chronisch werden. Außerdem empfiehlt sie eine weitere Untersuchung beim Kardiologen. Christina Pfeffer ist verzweifelt. Seelisch geht es mir halt schlecht, weil ich eigentlich gedacht habe, dass die Corona-Reise, die Long-Covid-Reise dann bei der Reha endet. Aber irgendwie geht das Ganze jetzt eigentlich noch viel weiter. Das war jetzt nur ein erster Schritt, die Reha. Also es ist wohl noch eine dauerhafte Betreuung notwendig, wie jetzt eh die Ärztin gesagt hat, dass ich engmaschig vom Kardiologen kontrolliert werden muss. Post-Covid-Anschlussstelle, Ambulanz brauche ich eben auch. Also die Reise beginnt jetzt erst und es ist ziemlich belastend und ziemlich entmutigend. Long-Covid-Patienten brauchen viel Geduld auf dem Weg, wieder gesund zu werden. Das merkt auch Karl Baumann. In Wenzenbach geht er ein- bis zweimal pro Woche zur Physiotherapie. Seit seinem Aufenthalt im Krankenhaus und der anschließenden Reha ist er bei Regina Romanenko in Behandlung. Ich habe feststellen können, dass er hat Kurzatmigkeit, er hat Kraftlosigkeit und auch Ausdauerprobleme. Und für diese drei Punkte haben wir angefangen zu arbeiten. Sein Stoffwechsel ist aus dem Gleichgewicht geraten. Karl Baumann hat seit seiner Erkrankung zugenommen. Die Beweglichkeit hat abgenommen und er fühlt sich ständig verspannt. Wie ich aus dem Krankenhaus gekommen bin, habe ich gar nicht, also fast gar nicht können. Vielleicht so 10, 20 Meter, das war alles. Das kann ich jetzt besser, aber es ist dann unter der Zeit ist einmal das mit der Atmung dann schlechter geworden. Es kommen manche Symptome dazu, die gehen dann wieder weg. Das ist so ein Wechsel ist das. Glaubt er, dass er wieder ganz gesund wird? Ich hoffe es. Das ist einmal das Wichtigste, dass man daran glaubt. Also irgendwie muss ich wieder gesund werden. Das hilft ja nichts. Weil so ist ja. Ich weiß ja nicht, das ist. Meine, von der Seite ist es ja schon ganz verwirrt, dass ich überhaupt überlebt habe. Karl Baumann sagt, er habe sein Trauma noch nicht verarbeitet. Regina Romanenko beobachtet bei ihren Long-Covid-Patienten, dass sie nicht nur physisch, sondern auch psychisch leiden. Ich denke, das ist so zusammengebunden, dass man kann nicht eine von der anderen trennen. Sobald man kann sich wirklich nicht im Alltag meistern, wie es gewohnt ist, wird sofort in Richtung depressive Zustand kommen und dann entsprechend depressive Zustand wird wieder auf die körperliche. Und das ist ein Teufelkreis und aus diesem Teufelkreis muss man rauskommen. Wieder in der Uniklinik in Jena. Bei Jason werden jetzt die Gehirnströme mit dem sogenannten EEG gemessen. Es könnte Hinweise liefern für den Grund seiner Konzentrationsprobleme. Dabei wird beobachtet, wann das Gehirn Absenzen zeigt und Jason kurz die Aufmerksamkeit verliert. Es zeigen sich keine Auffälligkeiten. Ohnehin gibt es noch keine Therapie. Aber Kinder erholen sich schneller als Erwachsene nach einer Long-Covid-Erkrankung. Die gute Nachricht ist erstmal, dass in allermeisten Fällen das eine Erkrankung ist, die von selbst besser wird. Das heißt, mit jeder Woche, die vergeht, hat man eine gewisse Chance, dass sich das Ganze bessert. Das hilft jetzt nicht den schweren Fällen, die wir Wochen, Monate lang sehen und die keinerlei Besserung erfahren. Ja. Und die Frage, was kann man denen anbieten, ist leider, dass man das rein symptomatisch im Moment behandeln kann. Es gibt keine kausal
keine kausale Behandlung. Ich kann also nicht die eigentliche Ursache behandeln. Doch Daniel Filser und sein Team sind den Ursachen auf der Spur. Mit einem speziell in Jena entwickelten Ophthalmoskop schaut sich der Arzt die hinter dem Auge liegenden Gefäße an. Jetzt wird das Auge provoziert und das sieht man auch dort. Ne? Dann testet er, wie sie auf die Belastung durch Lichtreize reagieren. So liefern die Gefäße am Augenhintergrund dem Experten wichtige Informationen. Die Erstinfektion macht eigentlich, das wissen wir mittlerweile, eine Entzündung der innersten Gefäßschicht, des sogenannten Endothels. Ja, eine Endothelitis heißt das. Und wir glauben, dass Gefäße sind überall im Körper. Ja, die gibt es im Kopf, die gibt es am Herz, die gibt es in der Leber. Und dass diese Gefäßentzündung, die wahrscheinlich persistiert bei Long-Covid, eine Rolle spielt. Das würde erklären, dass bei Long-Covid alle Organe betroffen sein können. Bei Jason stellt sich nach den Untersuchungen heraus, Corona hat eine Migräne ausgelöst. Sie ist genetisch bedingt und wird jetzt mit Medikamenten behandelt. Christina Pfeffer war vor Corona viel unterwegs, ständig auf Achse. Kaum hatte sie Urlaub, schon ging sie auf Reisen. Heute verbringt sie viel Zeit zu Hause mit ihrem neuen Haustier. Die Katze ist ein großer Trost. Also, die habe ich mir direkt nach der Reha nach Hause geholt und verbringe seitdem ganz viel Zeit mit ihr. Und sie lenkt mich auch nach der Arbeit ab und entspannt mich. Eigentlich träumt sie davon, mit ihrem Lebenspartner ein Haus zu bauen und eine Familie zu gründen. Doch das ist in weite Ferne gerückt. Wenn jetzt das Ganze die nächsten 2-3 Jahre noch bestehen bleibt oder so, macht man sich halt dann schon Gedanken, wie es weitergeht. Wenn das Thema jetzt nächstes Jahr abgehakt ist, dann ist alles gut. Aber wenn Corona für mich so ein Lebensschicksal wird, dann macht man sich da schon auch Gedanken. Und das sind natürlich vor allem dann abends vorm Einschlafen immer so Gedanken, die einen quälen. Die Zukunftsängste belasten Christina Pfeffer. Aber die 27-Jährige hat auch eine andere Einstellung zum Leben bekommen. Was würde sie als erstes machen, wenn sie von einem Tag auf den anderen geheilt wäre? Schwierige Frage. Ich würde einfach wieder anfangen, Sport zu machen. Das war mir erstmal das Wichtigste. Einfach mal wieder eine lange Wanderung zum Beispiel auf einen schönen Berg rauf machen. Das wäre ganz schön, einfach nach Österreich fahren und ein schönes Wanderwochenende auf 2 Berge raufgehen. Wäre jetzt halt einfach so ein kleiner Traum, mit dem würde ich mich schon zufrieden geben. Einfach wieder Sachen machen können, die ich vorher auch gemacht habe. Sie ist bescheidener geworden und schätzt das Leben mehr als zuvor. Die Universitätsklinik in Regensburg. Karl Baumann hat einen Termin im Schlaflabor. Er geht früh ins Bett, ist aber nicht erholt. Ich muss jetzt das überprüfen lassen, weil es einfach nicht mehr so ausgeruht bist, ne? Oder einfach nicht mehr so konzentriert bist. Schläft er schlechter als früher? Ja. Ja. Und ich gehe davon aus, dass die Nerven an die Lungenflügel oder im Stammhirn was kaputt gegangen ist durch Covid. Corona kann alle Organe angreifen, auch das Gehirn. Ein Test soll überprüfen, wie gut er sich noch konzentrieren kann. Springt der Punkt zum übernächsten Kreis, muss er auf die Taste drücken. Die Übung dauert 20 Minuten und ist mit Absicht nicht schwer. Doch bei chronischer Übermüdung eine große Herausforderung. Ja. Man denkt, dass man alles hat. Anstrengend? Ja, schon. So, Herr Baumann, Sie haben es überstanden. Ja. Den Test drucke ich jetzt aus und damit gehen Sie zum Professor Arzt und der bespricht das Ergebnis. Gut, danke schön. Michael Arzt ist Internist und Schlafmediziner. Zu ihm kommen immer mehr Long-Covid-Patienten mit Konzentrationsproblemen und Übermüdung. Und das hat man bei Ihnen schon gesehen, dass Sie jetzt letztendlich bei der Anzahl richtige deutlich unterm Durchschnitt waren. Also der Durchschnitt wäre hier bei 50 und Sie sind da unter der 30. Perzentile und auch die Reaktionszeit war eher langsam. Das könnte von der Schlafapnoe kommen. Denn bei Karl Baumann setzt der Atem beim Schlafen aus. Dafür trägt er eine Schlafmaske mit angeschlossenem Computer. Der misst die Atemaussetzer pro Stunde.
Ab 5 wird es kritisch. Wir können die letzten Nächte anschauen und da sind es eigentlich Nacht für Nacht überwiegend unter 5 Atempausen pro Stunde. Okay. Die Werte sind in Ordnung. Doch sind Menschen, die schnarchen, stärker gefährdet, nach Corona an Langzeitfolgen zu erkranken. Man weiß eben, dass die Patienten mit obstruktiver Schlafapnoe, was wir hier meistens behandeln, ca. 70-80% höheres Risiko haben, eben einen schweren Covid-Verlauf zu bekommen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass auch dieses sogenannte Post-Covid-Syndrom, diese lang anhaltenden Probleme nach letztendlich der akuten Covid-Infektion auftreten. Zu Hause in Wenzenbach hat Karl Baumann die erste Selbsthilfegruppe für Long-Covid-Patienten in Bayern gegründet. Zusammen mit der 46-jährigen Oberpfälzerin Birgit Birner geht er auch an die Öffentlichkeit, macht Druck auf die Politik und klärt über die Krankheit auf. Lange Zeit wurden Long-Covid-Patienten nicht ernst genommen. Dass man einfach akzeptiert wird, um das geht es ja. Es geht ja nicht um das, dass Covid unser ganzes Leben lang irgendwo präsent ist, also um Gottes Willen. Wenn es nicht mehr da wäre oder das... Ja, es ist halt eine Erkrankung wie jede andere an sich auch. Es ist halt eine neue Erkrankung. Und ich möchte halt einfach die gleiche Anerkennung als Erkrankte für Post-Covid haben wie ja jemand anders, der was anderes hat. Also grüßt euch miteinander. Einmal pro Monat treffen sie sich, derzeit immer noch online. Mittlerweile bis zu 60 Betroffene aus ganz Deutschland. Die Selbsthilfegruppe hat Birgit Birner viel geholfen. Tatsächlich einfach zu der Erkrankung zu stehen und das dann so anzunehmen, dass halt manches jetzt einfach nicht mehr geht. Und dass ich mir das nicht bloß einbilde, sondern dass es anderen auch so geht. Dass ich jetzt eben nicht sage, Mensch, das hat jetzt mit dir selber was zu tun, mit deiner Psyche oder was auch immer, oder traust du nicht mehr, sondern eben das annehmen zu können, zu sagen, ja, du hast es, du bist krank und es ist auch in Ordnung, dass es dir halt jetzt so geht. Also du hast da nichts falsch gemacht damit. Mit der Selbsthilfegruppe hat Karl Baumann viel erreicht, bis zur Anhörung im Bundestag. Der selbstständige Maschinenbauer befindet sich immer noch im Krankenstand. Vielleicht steigt sein Sohn ins Unternehmen ein. Unterdessen hofft Baumann auf die ersten Medikamente. Das ist alles noch in der Erforschung und Erprobung, sag ich jetzt mal so. Zu mir ist gesagt, wenn es eine Lösung gibt dafür, dann bin ich einer von den Ersten, der was kriegt. Karl Baumann hat den Humor nicht verloren, obwohl er zwar genesen, aber noch lange nicht gesund ist. Und das beste Mittel, um in Zukunft weiteren Long-Covid-Fällen vorzubeugen, sagt er, ist eigentlich schon längst gefunden. Die Impfung.